Jo Freunde, was geht? Willkommen zu diesem Video. Du hattest es eventuell auch mal, deine Akkus waren bei einem Videodreh oder beim Fotoshoot nicht ganz voll oder deine Speicherkarten hatten noch Footage drauf und du konntest jetzt nicht mehr so viel filmen, nicht mehr so viel fotografieren etc. Das kann dir halt nicht passieren, wenn du dein Equipment richtig vorbereitest. Deswegen gibt es von mir heute 5 Tipps, wie ich mein Equipment vorbereite und wie du es auch für dich umsetzen kannst. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Ja, Freunde, man kennt es halt, ne? Man ist bei einem Videodreh oder bei einem Fotoshooting etc. Man will gerade irgendwie, keine Ahnung, anfangen, ein Fotoshooting zu machen. Bei mir war es zumindest so, ich hole die Kamera raus, mache die Kamera an, keine SD-Karte drin. Okay, ich hatte übelste Panik. Ich hatte zum Glück noch irgendwo eine dabei, die hatte auch nicht viel Speicher. Ich glaube, das waren 16 GB. Und bei RAW-Bildern, ihr wisst, es geht relativ schnell voll. Also ich glaube, ich konnte nur 400 Bilder machen oder so. Also kritisch, also muss man sich schon überlegen, wann man abdrückt. Und da hilft es einfach, deswegen der erste Tipp, und zwar eine Checkliste. Die Checkliste ist dafür einfach da, yo, habe ich alles dabei? Habe ich alle Akkus dabei? Habe ich alle Speicherkarten dabei? Gewisse Objektive, Lichter, sonstiges. Ganz, ganz wichtig, ich rein persönlich nutze die App Todoist. Da kannst du halt einfach deine Sachen wie Objektiv so und so, Speicherkarte so und so, damit du es einfach abhaken kannst, damit du weißt, okay, du hast wirklich alles dabei und dann kannst du zum Fotoshoot oder zum Videodreh gehen, weil es ist wirklich das unangenehmste Gefühl, wenn du wirklich da bist und merkst, du hast und du machst diese Cam an und da steht SD-Karte, da ist keine SD-Karte drin. Leute, es war das unangenehmste Gefühl, zum Glück hatte ich eine dabei, diese 16 GB, aber Leute, wenn ich keine dabei gehabt hätte, es wäre echt unangenehm gewesen, dem Model zu sagen, so, ja, ich habe meine Speicherkarte vergessen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Und zwar das ganze Thema Akkumanagement. Akkumanagement ist mega wichtig. Das heißt, wenn ich von einem Videodreh komme oder ein Fotoshooting hatte, komme ich nach Hause und mache direkt alle meine Akkus aufladen. Das heißt, wenn spontan ein Videodreh reinkommt oder spontan ein Fotoshooting reinkommt, weiß ich eigentlich zu 100%, okay, die Akkus sind voll. Ja, ganz, ganz wichtig. Also, wenn ihr vom Fotoshooting wiederkommt, direkt aufladen, dann seid ihr schon mal safe. Und wenn ihr dann nochmal könnt, wenn ihr wisst, okay, gut, ihr habt zum Beispiel an einem Dienstag oder so einen Videodreh, okay, dann kann ich am Montag nochmal gucken, sind alle Akkus wirklich voll, macht ihr extra nochmal so ein bisschen laden, dann seid ihr safe. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Und zwar das ganze Thema Speicherkarten. Und zwar, du musst deine Speicherkarten safen, ja. Das heißt, wenn du vom Fotoshooting oder Videodreh kommst, direkt, instant, direkt an den Schreibtisch und direkt das ganze Footage davon entweder auf externe Festplatten speichern, egal ob HDD oder SSD. Ich kann gerne mal noch ein Video zu Festplatten machen, wenn ihr es wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, welche ich benutze etc. und welche für Videografen, Fotografen gut sind. Und zwar macht direkt das ganze Footage auf externen Sachen speichern, damit das Footage safe ist. Falls die Speicherkarte, wir wissen alle, dass Speicherkarten sehr empfindlich sind und schnell mal kaputt gehen können, deswegen schnell absichern, wenn ihr nach Hause kommt, direkt safen. Dann ist kein Problem mehr, dann ist es alles auf den externen Festplatten safe. Dann könnt ihr die Speicherkarte auch formatieren, damit die Speicherkarte wieder leer ist und ihr beim nächsten Videodreh auf jeden Fall genug Speicher habt, um wieder zu filmen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und zwar checkt deine Kameraeinstellung, weil es gibt nichts Schlimmeres. Natürlich hat man vielleicht seine Speicherkarte vergessen, Akku ist vielleicht nicht ganz voll etc. Aber du hast alles dabei, filmst das Ganze bis zu Hause und merkst, du wolltest eigentlich in 4K 25 FPS filmen, merkst dann, es ist doch nicht 4K, sondern Full HD. Also ist jetzt kein Beinbruch oder so, aber du wolltest eigentlich in 4K filmen, hast auch zum Beispiel die ganzen Interview-Szenen oder so in 4K gefilmt und wolltest noch so ein paar cinematische Szenen auch in 4K machen. Und dir fällt auf, du hast aussehen, Full HD genommen mit 60 Frames und hast so coole Slow-Mos gemacht und dachtest dir, oh, die sieht mega geil aus. Bis zu Hause und denkst dir, scheiße, Full HD. Deswegen check deine Kameraeinstellung, dass wirklich alles klar ist. Hast du, wenn du jetzt 4K das ganze filmen willst, hast du 4K, hast du die richtige Framerate, hast du 25 Bilder oder 50 oder 60 Bilder, ist es alles richtig, Verschlusszeit, Blende, whatever. Dass alles wirklich richtig ist, nicht, dass du am Ende zu Hause bist und dir denkst, scheiße, ich habe Interview-Szenen in 4K gefilmt, das nur in voller D und ich soll eigentlich in 4K rauskommen, dann hast du ein Problem. Deswegen immer Kameraeinstellungen checken und das am besten immer vor jedem Videodreh. Am besten immer einen Tag davor. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar clean your cam. Also einfach deine Kamera einfach clean machen, einfach sauber machen. Wenn du vom Videodreh zurückkommst etc., es gibt so ein Set, womit du deinen Sensor sauber machen kannst, deine Linsen etc. Mega geiles Tool, kostet auch nicht viel bei Amazon. Immer sauber machen, immer clean machen, weil dann seid ihr safe.
weil es ist mega ärgerlich. Ihr habt ein Video gedreht, seid zu Hause, wollt es gerade editieren und dann seht ihr so einen richtig dunklen Fleck auf dem Sensor. Und das Problem ist bei Video, du musst es ja Frame für Frame raus retuschieren. Bei einem Foto ist es ja relativ egal, sage ich mal, weil da könnt ihr in Photoshop ganz einfach den Kopierstempel nehmen oder den Reparaturpinsel und dann seid ihr fertig. Bei Video ist leider das Problem, ja, Frame für Frame. So Freunde, das waren die 5 Tipps, wie du dein Equipment am besten vorbereiten kannst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, irgendwie, falls ihr was wissen wollt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. So Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war euer Kenneth, bis dahin, ciao, ciao.